Mit zwei bedingten Schuldsprüchen endete heute der mit Spannung erwartete Prozess um das Zugunglück in Lochau. Der angeklagte Lokführer wurde zu 3 Monaten bedingter Haft verurteilt, der angeklagte Disponent zu 6 Monaten bedingter Haft. Beiden Angeklagten wurde fahrlässige Tötung vorgeworfen. Die Ansprüche der Privatbeteiligten wurden geltend gemacht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Beide Verurteilten haben Berufung eingelegt. Der Prozess um das Zugunglück in Lochau ist soeben zu Ende gegangen, am Freitagabend um 17:45 Uhr. Bei mir ist der Anwalt der Hinterbliebenen, Dr. Paul Sutterlütti. Wie sind Sie denn mit dem Prozessausgang zufrieden? Mit diesem Prozessausgang war, wenn man den Akt gekannt hat, zu rechnen. Weil dieser Akt sich dadurch auszeichnet, dass durch die Aufzeichnung aller Funk- und Telefonate gesicherte Sachverhalte vorliegen. Als Zeuge wurde auch der Notfallleiter vorgeladen, der sich ja doch ein bisschen verstrickt hat in seinen Aussagen. Wird dem jetzt noch nachgegangen? Das ist Gott sei Dank nicht meine Aufgabe, sondern jene der Staatsanwaltschaft, das Verhalten des Notfallleiters zu prüfen. Aber Sie haben schon recht, dass natürlich auch dem Notfallleiter gewisse Vorwürfe ganz klar zu machen sind. Sie sind der Anwalt der Hinterbliebenen. Einige haben den Prozess hier auch im Gerichtssaal heute verfolgt. Ja, es sind ja nur sehr wenige Hinterbliebene hergekommen, auch ganz bewusst. Ich glaube, es gibt unterschiedliche Methoden, solche Ereignisse zu verarbeiten. Der eine macht es mit Anwesenheit und Aufklärung und der andere mit Abwesenheit.